Hallihallo, Hallöchen und ein herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker und heute mit Community Leveln. Und wir fangen an mit Mr. Situation und direkt Mario Bros. 3 ist natürlich geil. Es ist natürlich ein bisschen geil. Muss man jetzt mal so sagen. Ist ja ein bisschen geil. Und ich hoffe, dass jetzt die Community Level ein bisschen besser wird, weil, verdammt. Erstmal, verdammt. Und zweitens, ich krieg schlechte Laune. Ich krieg echt schlechte Laune, wenn ich so das Spiel normal spiele. Ich weiß nicht warum. Die Level sind manchmal so schlecht und so schwer. Es ist echt schlimm. Es ist echt schlimm. Es gibt manche Level, wo ich mir denke, Alter, sowas findet man witzig. Ich habe schon so viele Parts verworfen, weil ich einfach so schlechte Laune gekriegt habe beim Spielen. Dass ich jetzt hoffe, dass die Community Levels, dass ihr gute Level macht. Hoffentlich macht ihr gute Level. Dann seid ihr schuld. Sonst seid ihr einfach schuld. Okay? Okay, gut. So, einsammeln. Sehr, sehr gut. Hast du das gemacht? Ich freu mich. So, rüber da. Hier. Ist da irgendwas drin? Da muss irgendwas drin sein. Komm schon. Ah, ein P-Switch hier. Frage ist natürlich. Da muss ich bestimmt drücken. Aber hätte ich bestimmt viel später drücken müssen. Komm ich da? Da komme ich rein, okay. Ich wollte gerade gucken, wie ich da hochkomme. Was auch immer jetzt. Shit. Hier muss hier irgendwas versteckt sein, oder? Warte mal, verdammt. Da hinten würde ich nur leben. Naja, wenn man das als normales Spiel ansehen würde, wäre, glaube ich, so ein Leben ganz nice da hinten versteckt. Ich würde dann Level. Ich würde dann Leben auch verstecken. Wir hauen uns hier auch mal so ein bisschen durch. Ist da vorne auch noch eine Röhre? Da vorne fällt noch ein P-Switch runter. Kann ich den mitnehmen in die Röhre? That's a really good question. How muss ich mal... Verdammt. Ich wollte dich gar nicht. Oh, aber... Musste ich auch drücken. Okay. Mehr... Federn, wollte ich gerade sagen. Mehr Blätter. Yay. Bisher gefällt mir das Level ganz gut. Mir gefällt das Level gut. Ich mag die Musik, da komme ich direkt doch so ran, oder nicht? Jawohl. Okay. Spring. Oh, guck mal, hier sind ganz viele Tode. Ich wollte gerade sagen, guck mal, hier sind ganz viele Mocks, aber da hat das Karma mir direkt schon auf die Fresse gehauen und gesagt, nein, den Spruch bringst du jetzt nicht. Sterb in der Hölle. Und ich bin so, okay. Okay. Warum denn nicht? Warum dann nicht? So, Mr. Situation. Wie fällt dasselbe bisher? Es ist auf jeden Fall echt nicht so scheiße wie der ganze andere Rest bisher. So gemein das klingt. Aber ich habe halt so viel Scheiße schon gesehen hier. Das ist echt nicht mehr schön. Das ist echt nicht mehr schön. Geh da hoch. Warte mal, der Weg kann nicht rein. Ich will ja ein bisschen... Das habe ich ja da oben schon gesehen. Ich weiß ja jetzt, was da oben gibt. Leben. Hyper, hyper. Leben, leben. Hype, 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 hype. Dum, 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 bollebill. Bollebill. Warte, das kommt da vorne gleich wieder. Kann ich ja gleich wieder mit einem Hubs rüber. Nämlich so. Und so dann. Und auf die Mock springen. Dum, dum, dum. Ich neige leider immer dazu, die Musik mitzusummen. Ich weiß nicht warum. Das ist ein Fetisch von mir. I'm sorry. So, da oben ist bestimmt noch ein. Nee, da oben ist nur eine Münze. Jetzt hätte ich mich beinahe von Koopa treffen lassen. Das hätte mir jetzt noch gefehlt. Ich brauche das Blatt. Ich brauche das Blatt. Okay? Okay. Gut. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Dun, dun. Oh, da kann ich rein. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, hier reinzugehen. Oh, so much Leben, so viele Secrets. Guck mal, das gefällt mir. Hier wurden sich Gedanken gemacht. Guck mal, da kann ich ein Secret einbauen, da kann ich ein Secret einbauen. Gefällt mir. Alter.
Mr. Situation. Thumbs up. Daumen für dich. Überall sind Secrets versteckt. Es ist nicht alles linear. Es ist, bewegt sich viel. Gut. Da muss ich jetzt leider sagen, das ist jetzt so meine persönliche Meinung, die ganze Plattform, die bewegende Plattform nimmt und vor allem das Scrolling, nimmt ein bisschen das Tempo raus, aber hey, ich kann mir das sehr gut als Level vorstellen in einem Mario Bros. Spiel. Es ist gut. Geh weg. Und wir haben es gebumst. Sehr schön. Ich kann es mir vorstellen. Ist ein gutes, solides Level. Da kann man sagen, was man will. Es ist ein gutes, solides Level. So, nebenbei suche ich schon mal ein anderes raus. Kriegst auf jeden Fall von mir einen Stern. Das war ein sehr, sehr, sehr schönes Level, Mr. Situation. Gefällt mir. So, beenden. Sehr gut gemacht. Gefällt mir. Gefällt mir. So, dann suchen wir auch direkt schon das nächste. Achso, scheiße. Jetzt hab ich nicht gezeigt. Ah, jetzt hab ich gar nicht gezeigt, welche ID das ist. Einmal ganz kurz. Ich gebe euch noch einmal die ID ein. Oder ist die Flasche gespalten? Nee. Also, ich suche mal eben selber. 1, 8, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, D, 9, 7, 6, 6, 8. So, das ist die ID vom lieben Mr. Situation Level, was wir gerade gespielt haben. Und jetzt, ich habe nebenbei einfach mal die Seite offen. Und jetzt tun wir uns noch ein Level an vom Elmo der Erste. Was soll's. So heißt er zumindest bei mir in den Kommentaren. BC56. Das ist immer komplett ein random Format. Also random Verfahren. Ich gucke rein und der mir gerade ins Auge springt, der springt mir ins Auge. 2 FDD. Okay. Kein Trampolin-Level. Oh, Elmo, ich liebe dich. Das ist schon mal ganz gut. Okay, Elmo. Here we go. Dann kein Trampolin-Level. Wahrscheinlich ist alles voller Trampolin. Richtig so ein Troll-Level. Oh, ist hier schon mal keine Trampoline. Das war ein bisschen gemein. Na, hey. Kann man damit leben. Gut, der eine hat da vorne fucking Pflanz. Ich bin ein bisschen blöd. Fucking Nüsse mit Wassersteuerung. So, mein Freund. Sehr gut. Ach, guck mal, hier oben. Hier oben sind Sachen. Dekorationen. Oh, schön. Hier Dekorationen. Hier wurden sich Gedanken gemacht. Ah, oh, Community, ich liebe euch. Ihr seid so viel besser als die ganzen Random-Leute. Guck mal, wir können hier hochgehen, wir können erkunden. Trampolin. Du hast gesagt, kein Trampolin. Du hast gelogen. Du hast gelogen. Ich nehme es jetzt mit. Du hast gelogen. Das war's? Erstmal so gelogen. Das ist Nummer 1. Das ist offensichtlich. Offensichtlich. Du hast gelogen. Nummer 2. Es ist sehr kurz. Aber ein Level in dem Stil. Oh, ich kann Walljumpen. Okay. Aber ein Level in dem Stil hätte ich gerne. In lang. Lieber Elmo, so möge er sich ins Zeug legen. Oder doch Elmo, ne? Ist doch ein R, ne? Ist doch ein R. Gut. Wir haben ja eben gerade zusammen die ID eingesehen. Ihr könnt ja die ID jetzt gucken, falls ihr das Level spielen wollt. Das ist sehr kurz. Habt ihr gesehen? So. Den können wir dann noch nehmen. Aber kriegst von mir aber auch einen Stern. Kriegst von mir auch einen Stern. So, beenden. Ich würde sagen, ein Level machen wir noch. Vom lieben Flo Yu. Der stinkt mir auch gerade so ins Auge. Der stinkt mir gerade, genau. Der stinkt mir gerade so richtig ins Auge. DE31. Oh, das ist zusammengeschrieben, ne? Das finde ich immer richtig schrecklich. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Kann ich ganz schnell auseinanderhalten. 6. Oh, schreibt die Zahlen nicht zusammen. 6, 1, 9, 4, 6, 1. Okay, der wird gesucht. Der liebe Flo Yu
Finde das fehlende Trampolin. Nein. 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 Komm mal, du hast noch ein Level geschickt. Komm her, ein Level. Gebe ich dir noch Chance. Wenn das auch scheiße ist. Oder wenn dein Titel einen schon abschreckt. Dann hast du leider Pech. Also, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 6, 9. 2. F, 0, F. In die andere Richtung. Na, das können wir uns zumindest mal angucken. Das gucken wir uns auch einfach mal an. Ach so, eins ist. Ach so, wir gehen jetzt einfach von rechts nach links. Oh, und da arbeitet jemand mit Designs. Scheiße, die irritieren mich, die Designs. Ah, die irritieren mich. Aber okay. Klingt auf jeden Fall. Es sieht auf jeden Fall schon mal nicht scheiße aus. War hier ein Pilz? Nee, da war auch noch eine Münze. Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht rein. Oh Gott, bist du schnell? Da wollte ich zu schnell. Gut, ich muss mich da oben anscheinend ranhängen. Ich bin ein Idiot. Okay. Nochmal. Nochmal. Das machen wir nochmal. Da ba da ba dam dam. So. Das war knapp mit dem Feuerding. Ist immer mal ein Pilz drin. Guck mal, hier oben kann ich mich ranhängen. Dann ziehen wir uns hier rüber. Ziehen wir uns hier hoch. Das bringt uns nichts. Oh Gott. Oh Gott, was muss ich denn hier machen? Muss ich dann Sterne haben oder was ist das? Muss ich anscheinend einen Stern haben? Wo kriege ich da einen Stern her? Schon, was ist denn da oben Schönes drin? Da oben ist ein Stern. Oh mein Gott, ein Blatt. Jetzt verliere das Blatt nicht. Ich verliere das Blatt natürlich. Wie es hier auch sein muss. Warte mal. Kann ich nicht theoretisch einen von den Schuhen dann benutzen? Fucking. Denn nicht. Aber kann ich nicht. Kann ich mit denen nicht auf den laufen? Ja, voll. Ach so, das ist von mir verlangt. Ach so. Au! Fucking Form. Scheiße. Yo! Wollt ihr auf dem Form springen, oder was? Okay, nochmal. Muss anscheinend auf den Form springen. Auch nicht schlimm. Oh. Ich hätte das Blatt vielleicht mitnehmen können von da oben. Scheiße. Das wäre vielleicht scheiße. Nein, das wäre vielleicht ganz nice. Da oben das Blatt mitzunehmen und den Schuh. So sind wir dann doppelt gesichert. So. So. Hier hoch, hier hoch. Und das. Oh, oh, oh. Lieber, dem ist beinahe das Blatt versaut. So, jetzt kommt schon. Natürlich nicht. Natürlich komme ich da nicht einfach so durch. Okay, los geht's, Schuh. Nur du und ich. Nur du und ich. Au! Okay, Fumpidi-Dump. Runter. Guck mal, hier gibt es sogar mehrere Wege. Na komm her.
Das muss ich sagen, gefällt mir bisher gar nicht mal so schlecht, das Level. Okay, und hier rastet auch alles aus, direkt instant. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, das Level. Muss ich sagen, gefällt mir. War nicht schlecht. So, meine lieben Freunde, das war's aber für die heutige Super Mario Maker Folge. Ich hoffe, sie hat euch soweit gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Super Mario Maker. Haut rein, bis dahin. Tschö, tschö.